I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Pschiu! Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, was geht? Wir machen heute das Higher or Lower Game. Wahrscheinlich haben schon 20.000 YouTuber vor mir gebracht. Ist aber auch egal, weil ich glaube, das habe ich selber noch nicht gespielt. Zumindest bin ich mir da nicht sicher. Falls ich es dann doch schon mal gemacht haben sollte, tut es mir leid. Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es geht darum, what gets Google more? A frustratingly addictive game for Higher or Lower using Google Search as the data based on global monthly search in 2016. Ja, wenn ihr es jetzt verstanden habt, meine Freunde, es geht darum, was wurde mehr gegoogelt, was wurde weniger gegoogelt. Und das müssen wir jetzt innerhalb dieses Spiels erraten. Leute, jetzt wird es ein bisschen kompliziert für meine Holzkopf-Community. Das Ganze ist in Englisch, das heißt, es könnte ein bisschen schwierig für euch werden. Ich versuche mit meinen guten Englisch-Skills das Ganze so gut wie möglich zu besetzen. Zum Beispiel, get it on Google Play. Das heißt, klickst du hier, kriegst du 200 Euro Paysafecard. Ganz klar. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es gibt noch einen Manchester-Mode. Ich habe keine Ahnung, was der Manchester-Modus ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Play the game. Rub Binga und los. Okay, gut. Moses has 246.000. Flesterer has... Oh, Flesterer. Was ist das? Flesterer. Ist das ein Insektenbekämpfer oder... Oder ein Dachdecker, was macht der da? Das sieht aus wie ein Insektenbekämpfer. Ich würde sagen, so ein Insektenbekämpfer, der wird ja locker mehr haben, oder? Weil ihr müsst ja mal überlegen, Leute, in der USA, wie viele Insekten es da gibt. Das ist die dumme Aussage. Ich drück einfach mal mehr, okay. Und er hat... Was? 18.100? Ja gut, ich kann das Wort nicht. Oh dear, that's an embarrassing score, isn't it? The average score is 3.2. Let's pretend it never happened. Ja, machen wir das einfach nochmal, meine Freunde, würde ich sagen. Fangen wir einfach nochmal an und los geht's. Italy hat 1.222.000 Monthly Average Rate. Manchester United hat... Oh, ich glaube, Manchester United wird weniger haben. Ich meine, es ist ein Fußballverein, der ist relativ gefragt in den... Also in der UK, in den Vereinigten Staaten von England. Vereinigte Staaten von England, was rede ich hier eigentlich, Leute? Ich würde einfach mal sagen, es ist weniger, oder? Und es ist... Mehr Leute interessieren sich für Fußball als ein Land. Hätte ich mir eigentlich denken können bei der momentanen weltpolitischen Lage. Gut, machen wir das einfach nochmal, meine Freunde. Tu es, als wäre das nie passiert, oder? Der Deer Hunter hat 74.000 Average Monthly Search und Triathlon. Ja, Leute, der Rentier Hunter, ganz ehrlich, Alter, da wird der Triathlon ja wohl sicherlich mehr haben. Da bin ich, ja, Leute, das war doch gar nichts für mich. Okay, David Bowie hat sicherlich mehr Suchen als Triathlon. Bei David Bowie ist schon tot, glaube ich. Ist David Bowie tot? Ist David Bowie tot? Tot. David Bowie ist, glaube ich, gestorben. Am 10. Ja, der ist letztes Jahr gestorben. Ich meine doch auch. Ich glaube, dass David Bowie, weil es ja 2016 ist, er ja gestorben im Januar. Das werden viele Leute gegoogelt haben. Also ich glaube, David Bowie hat auf jeden Fall mehr. Also definitiv. Er hat deutlich mehr Leute als scheiß Triathlon, Alter. Die Venus ist ein Planet im Orbit in unserer Galaxie. Hier lernt man sogar noch was bei mir, meine Freunde. Aber ich glaube, dass die Venus auf jeden Fall weniger Leute interessiert als David Bowie. Das ist doch ganz klar. David Bowie über alles, Alter. Vietnam. Mehr als die Venus. Wer will nach Vietnam, frage ich mich gerade. Keine Ahnung, Alter. Oh, das ist sau schwierig. Wenn jetzt so Fragen wären wie Porno oder Bibis Beauty... Wobei, das wäre auch schwierig. Was ist mehr? Porno oder Bibis Beauty Palace? Ich glaube... Oder vielleicht ist es eine Kombination. Bibis Beauty Palace... Gott, egal. Machen wir weiter. Vietnam oder Venus? Ich gehe ganz kurz in meinen Kopf rein. Ich tue ganz kurz ein bisschen überlegen. Kleine Meditation. Bitte Hintergrund anpassen. Meditation und überlegen. Bin ich weitergekommen, keine Ahnung. Vietnam hat einfach weniger, Alter. Nee, mehr. Muss mehr haben. Oh, war das knapp. Huhuhu. Okay, Allah hat auf jeden Fall mehr Suchanfragen als Vietnam, weil der Islam ist eine Weltreligion und Vietnam ist keine Weltreligion, weil das ist nur ein Land. Deshalb hat auf jeden Fall Allah mehr Suchanfragen. Da kann man auch einfach mal daneben liegen. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach nochmal. Ja. Okay, Mad Max hat 1 Million. Facepalm hat mehr, Alter. Keine Ahnung. Scheiße. Das schneiden wir raus. Das ist nicht passiert, okay? Es ist nicht passiert. Pest Controller ist das gleiche wie dieser Spacken da eben. Kylie Field, Alter. Was ist Kylie Field? Der Pest Controller sicherlich mehr, oder? Ja, Kylie Field. Nie gehört, Alter. Weg damit. Okay. Clash of Clans. Auf jeden Fall mehr Such. 30 Millionen Suchanfragen? 30 Millionen Suchanfragen im Jahr? Bitte, was? 30 Millionen. 400.000 Leute wollen diese Oh Gott. Kill me.
Johnny Cash, ein sehr begabter Country-Musiker aus den USA. Falls ihr das nicht wusst, habt ihr wieder was dazugelernt. Daumen hoch da lassen, wenn ihr gerne mit Revinzer lernt. Wird sicherlich wahrscheinlich weniger Anfragen haben, denn Clash of Clans ist einfach allumspannend und überall präsent. Schweppes hat sicherlich weniger Anfragen wahrscheinlich. Ich glaube, so viele Leute wollen Schweppes gar nicht trinken. Johnny Cash ist da schon eher interessanter. Restaurant hat auf jeden Fall mehr als Schweppes. Ganz klar, Leute, 20 Millionen Suchanfragen. Muss man sich einfach mal überlegen. Clash of Clans hat trotzdem mehr, Alter. Ist einfach krass. Die Leute wollen lieber zocken als essen gehen. Hillsborough Disaster, you're always on your mind. Ist das, was ist denn da passiert in Liverpool? Auf jeden Fall lower, also definitiv. Sagt mir selber nichts, keine Ahnung. Da war ich nicht am Leben, weiß ich nicht. General Mills. Who the fuck is General Mills? Wer ist das? Was ist General Mills, Alter? Ich sag einfach mal higher, keine Ahnung. Oh Gott! Es war eben Martin Scorsese. Das ist, glaube ich, ein Schauspieler. Martin Scorsese. Ist ein Schauspieler, meine ich, ne? Ja, ist ein Schauspieler. US-Amerikaner. Ah, Regisseur ist das. Ist ein Regisseur, also. Keine Ahnung, damit General Mills? Ich meine, ich kenne den nicht, Alter. Ich kenne aber auch General Mills nicht, muss ich gestehen. Ich weiß es nicht. Ah, ich will nicht wieder rausfliegen. Bitte, bitte, bitte. Ich bin kurz davor. Lower. Ah, scheiße, nein! Gut. Good effort, share your score below and show your friends how it's done. Machen wir das normal. Ich krieg das jetzt hin, meine Freunde. Ich werde dich hier richtig rasieren. Flamenco hat... Warum ist hier Flamenco und warum ist da ein Bild vom Fußball? Die Flintstones haben weniger, ganz klar. Ich meine, das sollte man wissen. Die sind nicht mehr so aktuell, meine Freunde. Das iPhone 7, definitiv mehr als die fucking Flintstones. 20 Millionen Volleyball, definitiv weniger als iPhone 7. Immerhin 28.000. Die Bilderberger Gruppe. Das Bilderberg-Treffen. Interessant, das ist so ein Internetmythos. Ist jetzt die Frage, ob die Leute darauf echt abgehen. Ich sag das einfach mal, weil es sehr viele Verschwörungstheoretiker gibt, weniger, oder? Ja, es sind weniger, deutlich weniger sogar. Sehr gut. HP hat auf jeden Fall mehr als das Bilderberg-Treffen. Immerhin 3 Millionen. Solide Marke übrigens, mit der man gut zusammenarbeiten kann. Mache ich übrigens auch, meine Freunde. Epic Rap Battles of History. Ist sehr gefragt, ne? Wahrscheinlich aber nicht so gefragt wie HP. Deshalb nehme ich einfach mal an, weniger, ja? Sehr gut, Revi, sehr gut. Borussia Dortmund, definitiv mehr als Epic Rap Battles of History. Dann haben wir hier Slimfast. Weniger auf jeden Fall. Leute wollen auf jeden Fall lieber Fußball gucken als fett werden, so kennt man das. Brian Lower, keine Ahnung, nie gehört, Alter, wird weniger haben. Leute, hier raste ich gerade komplett aus. Badminton auf jeden Fall mehr als Brian Glow. 1 Million Suchanfragen, sexy. Chronic Fettigu-Syndrom, nie gehört, Alter, weniger auf jeden Fall. Oh, hoho. Okay, die Bee Gees, definitiv mehr Leute, die kennen sehr viele Leute. Sehr gute Band, damals aus den 2000... Zwei, ich weiß nicht wann, die haben irgendwann mal Pop gemacht, keine Ahnung. Thunderbirds, lower, Alter, auf jeden Fall weniger. Ah, was zum was? Was ist Thunderbirds? Was ist das? Okay, Leute, ich werde jetzt noch eine Runde spielen, aber diesmal hole ich mir Verbündeten, Alter. Donald, es ist wieder Zeit, komm ran, Donald. Du musst mir helfen. Hier, wir legen dich hier. So, Donald, ist es bequem für dich? Ist super, oder? Gut, Donald, bleib genau so, wie du bist. Ganz ruhig, Donald, beruhig dich. Komm zu Papa, komm her. So, okay, Donald. Geht's dir gut? Sehr schön, okay, gut. Ich würde sagen, Donald, du musst mir jetzt auf jeden Fall hier helfen. Ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe. Nochmal hier, riesiges Shoutout an Paluten, der dafür gesorgt hat, dass Donald ein kompletter Körperklaus ist. Das hier ist Paluten schuld, weil er jedes Mal Donald umtrippt. Das geht zu weit, lieber Palle. Ich würde sagen, wir machen aber einfach mal weiter. Donald! Donald, komm zurück! Donald, bitte, oh Donald, Alter, das kommt mir vor, als wärst du nur aus Pappe und gar nicht echt. Jetzt ist mal, oh Donald, Alter, oh Donald! Okay, gut, wir stellen dich, oh Gott, Alter, Donald, kann man dich hinknien? Kann man dich, oh scheiße, ist der Greenscreen hier noch abgeschnitten? Jesus Maria. Ja, so super, Donald, bleib so, Mann. You're my man, Breakfast Brother. Ich glaube, ich muss Donalds echt mal wieder kleben. Okay, Minimum Wage hat auf jeden Fall mehr als Warren Harding. Never heard of this guy. Algeria, sicherlich weniger Suchanfragen als der Mindestlohn. Cannabis, definitiv mehr. Donald, ich ruf dich, wenn ich dich brauche. Du hältst deine Schnauze, bis du dran bist. Dictionary, wahrscheinlich mehr Anfragen. Scheiße, das war richtig dumm, Alter. Da habe ich mich verklickt. Gut, Preparing Game. Donald, was hat mehr? The Departed oder Pay the Loans? I'm really rich. Was sagst du? I don't need anybody's money, it's nice. Bin ich ein bisschen krass, aber okay, dann mache ich das einfach mal, Donald. Passt also, auf jeden Fall, okay. David Icke ist, glaube ich, ein Politiker aus den USA, wenn ich mich nicht irre, hat weniger. E-Zigarette, mehr auf jeden Fall. Vape Nation! Dann haben wir hier nochmal Jimi Hendrix, glaube ich sogar nochmal mehr, oder? Auf jeden Fall eine Legende, meine Freunde, sollte man kennen. Brillanter Gitarrenspieler. Sports Direct, kenne ich nicht, Alter. Oh, fuck, ich bin noch kein Ami, woher soll ich das wissen? Donald, das war deine Chance, du musst einspringen, ich brauch deine Hilfe, Donald! Ja, verdünnisier dich, mein Freund, aber ganz schnell hier. Komm, bin fertig mit dir, Donald, du alter Körperklaus. Weg!
Leute, ich glaube, ich muss mich da echt schnell um Donald kümmern gehen. Das war's von diesem Video. Bitte zeigt mir nicht an, ich habe dem Mann nichts getan. Das ist alles Palutenschuld!